Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir diese unheilvollen Schatten besiegt, das wirklich ein für mich mit der schwerste Gegner überhaupt in dem ganzen Spiel war bis jetzt. Da ich einfach nicht gut bin im Ausweichen kämpfen, wenn die so schnell sind und so hart zuschlagen. Komm hier runter? Nein. Also wir sind jetzt hier unten am Fäulnissee. Aber bevor wir es machen, gucken wir doch mal auf die Sachen, die wir bekommen haben. Wir haben doch von dem Typen da irgendwie einen Schlüssel bekommen. Und Rani hat gesagt, wir verabschieden uns. Also haben wir einen Schlüssel? Ist das der Schlüssel? Nee. Rostiger, weggeworfener Palastschlüssel. Der ist das. Schlüssel für die Schatztruhe der Prinzessin von Caria. Ein Schlüssel, den Mondprinzessin Rani samt ihres Körpers zurückließ, öffnet eine Schatztruhe, die karianischen Prinzessin hinterlassen wurde. Ihre Mutter Renala und die Truhe sollen in der großen Bibliothek von Raya Lucaria zu finden sein. Ach, das ist diese Tante, die in der Luft schwebte, ne? Und rundherum diese Kleinen hatten. Stimmt, da war eine Truhe. Die konnte man nicht aufmachen. Ich dachte, das wäre einfach nur so unnützer Kram. Okay, lass uns mal dahin reisen. Müssen gucken, wo das nochmal ist. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Hier war das, glaube ich, ne? Große Bibliothek von Karania. Oh, direkt dahin. Da ist Renala. Also ist ja leicht zu finden. Normalerweise ist das ja nicht ganz so leicht bei Elden Ring oder auch bei Dark Souls. Da wird man einfach Schlüssel gegeben, aber man muss selber rausfinden, wofür der gut ist. Aber hier weiß ich doch, hier war wirklich eine Truhe. Da ist sie doch. Guck mal. Dunkelmondring. Okay. Gucken wir uns ihn gleich mal an. Ein Ring, ist der, können wir wieder benutzen? Oder muss der hier irgendwo hin sein? Da ist der Dunkelmondring. Ja, das ist ein Gegenstand. Der Ring des kalten Eids von Prinzessin Rani. Ein Ring mit einer bleiernen Vollmondperle. Der Ring, den Prinzessin Rani ihren Gemahl geben soll, ist das Symbol einer eiskalten Eids. Da Rani eine himmlische ist, erhielt ihr Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In den Ring ist eine Warnung eingraviert. Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort, denn die Einsamkeit der Nacht gehört nur mir allein. Okay. Dann müssen wir vielleicht nochmal hier hoch zum Turm von Ranis Turm und mit ihr reden. Vielleicht ist sie ja wieder da. Ranis Kammer. Reisen wir da mal hin. Vielleicht braucht sie den Ring ja wieder. Gucken wir doch mal. Das wäre natürlich ganz cool. Dann müsste die Quest ja auch langsam abgeschlossen sein. Glaube ich. Oder auch nicht. So. Okay, hier ist keine Rani. Also es ist nicht hier. Okay. Na gut, dann werden wir erstmal hier beim Fäulnissee weitermachen. Gucken, wie wir da weiterkommen. Aber wir bräuchten noch was gegen Fäule, ne? Ich glaube, wenn wir da reingehen, dann werden wir wahrscheinlich wie damals, als wir diesen Heerführer da besiegen sollten, werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Wie viel habe ich eigentlich? Okay, wir können aber auch noch mal ganz kurz hier runterreisen. Und noch mal kurz unser Schild stärker machen, wenn wir schon mal da sind. So, die könnten wir ja auch stärker machen, dann würden wir die 4 haben. Also so, kostet 6080. Oder unser Schild. Ich glaube, erstmal unser Schild. Waffen verstärken. Cool. Wir können sogar nochmal verstärken. Okay, das haben wir nicht mehr. Gut, wir haben auch nur noch 1018. Okay. Gut, dann lassen wir zurückreisen, wo wir jetzt hin sollen, zu diesem Fäulnissee. Los geht's. Das Problem an diesem Fäulnissee ist natürlich, dass wir die ganze Zeit Fäulnisse bekommen. Und das ist natürlich schlecht. Obwohl, kann ich hier reiten? Nee, shit. Da liegt zumindest schon mal eine Leiche. Karte ist das. Okay, kannst du direkt mal angucken hier. Der ist gigantisch. Also, wie geht das denn mit der Fäule? Oh, es geht sofort los. Okay.
Das ist natürlich schlecht. Da drüben liegt noch eine Leiche. Da könnten wir natürlich mal rüberlaufen. Und das weg ist gleich. Und los. Schnell, schnell, schnell. Okay, wie ihr seht, verliere ich hier nur ein Leben jetzt dadurch, dass ich komplett gedingst bin. Aber das macht nichts. Dann rennen wir ganz kurz hoch zu diesem... Boah, verliere ich schnell Leben. So, machen wir schnell so. Dann sind wir auf jeden Fall geheilt. Bei der Arzneimischung. Haben wir irgendwas, wogegen wir war? Kurzzeitiger Ausdauerschub. Bringt uns nicht so viel. Aber vielleicht können wir irgendwas machen hier. Können wir irgendwas gegen Fäule herstellen? Da, das brauchen wir. Was brauchen wir dafür denn? Kristallhöhlenmoos. Haben wir nicht. Höhlenmoos, Kristallhöhlenmoos. Findet man den Trunadorin? Schade. Okay. Puh. Wir haben jetzt nichts, aber vielleicht können wir ja... Also wir sind jetzt da, haben wir ja gerade geholt. Können wir da auch rüberrennen, ohne so viel Leben zu verlieren. Los, laufen wir. Huch. Oh, oh. Aha. Hier hat sich ein Weg freigemacht. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Vollnes Fett. Okay, gucken wir mal bei Vollnes Fett, wofür wir das gebrauchen können. Fett. Ach so, ja klar. Können wir wahrscheinlich nur brauchen, um Leute zu vergiften oder so. Gut. Hier kommt so ein Schleimding an. Oh. Nein. Na, komm her. Okay, Gegner ist natürlich noch beschissener. Hast du einmal das eine und dann nochmal das andere? Okay, da drüben ist wieder so eine Statue. Da ist wahrscheinlich wieder ein Knopf drauf. Da müssen wir wieder rennen. Okay, probieren wir mal. Bringt mir ja gar nichts.
Okay, da habe ich kein Leben mehr. Wo sind längs? Okay, es bringt mir gar nichts. Alter, okay, das macht keinen Sinn. So kommen wir, so, wenn wir sowas machen, dann sterben wir auf jeden Fall relativ schnell. Puh, das ist natürlich schwierig. Sind jetzt alle Sachen denn schon wieder oben oder muss ich alle nochmal aktivieren? Das ist natürlich die Frage, ne? Muss die wahrscheinlich alle nochmal aktivieren, ne? Ja, okay. Ja. Ne, die sind da. Okay, da muss man erstmal hinkommen. Gut. Jetzt müssen wir runter haben wieder. Kann ich nicht irgendwas. Ich kann nichts herstellen, was mir irgendwie hilft, ne? Brauchen wir. Aber da können. Ach, Mist. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich habe jetzt zwar ein paar Sachen gesehen hier, aber wo soll ich denn hin? Also erstmal darüber, würde ich sagen. Wow. Das ist aber echt mal ganz knapp bemessen, ne? Dass man es so gerade schafft. Also Scharlachfäule ist echt zum Kotzen. Frage, wie man am schnellsten wohin kommt, ne? Da muss ich auf jeden Fall rüber zu dem erstmal oder zu dem? Also da ist irgendwas hochgekommen, aber wie komme ich denn da hin? Da komme ich ja nicht einfach hin. Da hinten ist noch so ein Knopf. Den habe ich ja gedrückt, ne? Oder ging das denn hoch? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen erstmal versuchen, zu dem dahin zu kommen hier. Bloß das macht keinen Sinn. Ich brauche. Ich bringe mir jetzt nichts, wenn ich weiterlaufe. Also. Warten mal, dann müssen wir da vorne gleich nochmal. Das ist ja echt mal fies. Warum bin ich jetzt gestorben? Ach, Scheiße! An diesem anderen Zeug da, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch dumm. Jetzt will ich aber da durch. Ah.
wieder ganz, ganz knapp an der Ecke wieder. Habt ihr es gesehen? Ist doch behindert. Ich glaube, das soll man auch so nicht machen. Man muss wahrscheinlich irgendwie so ein Gegenmittel haben. Habe ich irgendwas im Inventar, was ich benutzen kann? Verbrauchsgut, Linnenwolle. Schalaufwollig 1, so ein Ding habe ich. Ein Stück Fleisch, das in grün ohne erhöht kurz mutiert. Je höher euer Mund, desto mehr lindert sich die Belastung durch Gift und Schalaufwolle. Lass uns das doch mal benutzen. Wo muss ich denn hin? Darüber, ne? Testen wir das einfach mal. Oh. Todesfest, ach man. Scheiße, ey. So blöd, dass da so ein Gegner auch noch ist. So, wir haben ja was dagegen, das ist doch gar nicht so schlecht. Können wir dann zwischendurch doch mal noch nutzen. Aber trotzdem nervt mich das doch komplett hier. Gut. Mal ganz kurz gucken, was hatten wir jetzt? Wir haben auf jeden Fall was gegen Scharlauffäule. Sind Immunität, Robust und Fokus. Okay, wir müssen jetzt da rüberlaufen. Wieder. So. Oh. Das ist echt. Wird immer schwieriger hier, das Spiel. Das hier finde ich echt schwierig gerade, muss ich zugeben. Wir müssen auf jeden Fall darüber. Und das wird das nix. Da drüben ist ja gleich schon wieder ein Gegner, ne? Das wir machen direkt so. Laufen, springen, laufen, springen. Thank you.
jetzt nicht so viele Sachen drin, deswegen ist es egal. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Wir müssen gleich nochmal versuchen, darüber zu laufen. Das kriegen wir auch hin. Und dann müssen wir da zu dem Fels darüber, oder? Den haben wir doch hochgeholt mit dem, ne? Ich glaube schon. Boah. Das ist ja mal echt nervig. Dieses Warten nervt am meisten. Finde ich. Dass man so warten muss, bis man wieder laufen kann. Das ist wirklich dumm. Okay, los geht's. Ich habe mich echt erwischt, das Ding. So. Hier können wir unsere Hunde einsetzen, aber die werden ja durch Scharlachfäule getötet. Oder heißt das, hier kommt gleich wieder irgendein Viech? Das heißt es wahrscheinlich, ne? So, die Platte, haben wir die benutzt da, die Platte? Ich weiß das nämlich nicht. Ich glaube aber schon. Wo können wir denn hin? Wir könnten der Platte da laufen. Da kommen wir wahrscheinlich gerade drauf, so, ne? Steht da. Erstens viel Glück, Zeit für dies Angriff. Okay. Also irgendwas kommt da auf jeden Fall, irgendwas Viechmäßiges. Da hinten ist ja auch irgendwas, was ich gerade sehe. Aber wenn wir da rüber rennen jetzt, na gut, versuchen wir unser Glück. Ah! Durch, ich habe ja genug Getränke. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, es ist einfach mal ein riesen Monsterviech, was wir wahrscheinlich platt machen müssen. Marikas Pfahl. Wo ist denn der Pfahl gewesen? Gucken wir uns mal an. Der ist ja ganz dicht beim Gegner, das wäre natürlich nicht schlecht. Aber wie soll ich den denn besiegen, wenn ich da in der Fäule und mit Leben und ach, das wäre doch alles nichts. Kann ich mir nicht vorstellen, wie man das, also. Achso, hier ist der Pfahl von Marika auch gewesen, okay. Wir müssen ja darüber. Oder erstmal dahin. Das Problem ist natürlich, dass ich den Gegner ja gar nicht besiegen kann so schnell. Wegen diesem Fäulnis-Scheiß. Da drüben ist ja auch noch was. Das ist die Frage, wie man da hinkommt. Bloß wenn ich selbst nicht zum Gegner gleich gehe, wie soll ich den denn besiegen? Der kann ja. Ach, der ist doch viel zu weit weg, ey. Okay. Ja, war klar, dass ich das bekommen habe. Zumindest ich weiß auch nicht, wo ich hin soll. Jetzt nur hier rauf.
Laufen wir mal hier durch. Da hinten können wir nochmal hinlaufen. Wo sind wir von da gekommen? Da sind wir gekommen, ne? So ein bisschen hier hin. Wo sind wir von da auch gekommen? Nee. Doch, von da sind wir gekommen. Na gut, ich krieg's auch mal wieder hin. Na, von hier sind wir gekommen. Okay. Dann laufen wir mal in die Richtung. Also wenn wir jetzt gleich sterben, ist nicht so schlimm. Naja, ist schon schlimm, aber... bringt nichts. Okay, hier laufen wir gleich mal hin. Wenn wir nicht sterben. Wir sterben nämlich jetzt. Okay, aber ist hier irgendwas Besonderes? Nee. Ich dachte, hier gibt es vielleicht noch irgendwo Leuchtfeuer, was wir noch schnell mitnehmen können, wisst ihr? Müssen wir mal gucken, ob man das machen kann. Fange ich jetzt nicht bei Marikas Pfahl an, weil ich zu weit weggelaufen bin, ne? Ach, dumm. Hätten wir auch anders lösen können. Ah, shit. Na gut. Warte mal, ich hab eine Idee. Magie brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Dann lass uns doch einfach... Ich kann nicht genug Saat, aber ich kann verteilen. Ich mache jetzt einfach mal 10 davon. Den als erstes. Das ist die Frage, wo wir hinlaufen müssen, ne? Aber ich glaube, wir müssen da hinten hin. Das machen wir jetzt auch einfach. Vielleicht, wenn man den Gegner besiegt. Ich glaube, wenn man den besiegt, dann hört sie vielleicht diese ganze Fäule auf. Man weiß es nicht. Guck mal, wie weit wir kommen. Oh, ich glaube, wir schaffen das gar nicht, egal wie viele Flaschen wir haben. Wir waren eine Bodi, ist ja nicht schlecht. Oh. Nein! Das war dumm. Das war ja richtig dumm von mir. Ich bin überhaupt darunter gefallen. Und da kommt auch eigentlich so ein Riesenviech. Nur so nebenbei. Okay,
Also die Idee dahinter war nicht schlecht. Und wir haben ja eine Boli bekommen, mit der wir uns heilen können. Das heißt, wir laufen jetzt gleich einfach durch diesen scheiß See. Lass uns ruhig vergiftet werden, ist uns doch egal. Und versuchen dann, ja, also bis dahin durchzukommen. Wir haben ja eine so eine Boli bekommen, mit der wir uns heilen können. Das macht ja vielleicht Sinn. Das ist ja sonst echt, dauert ja Jahre, bis wir da... So. Alter Schwede, ey. Habt ihr gesehen, als wir runtergefallen sind? Da war ja eine Gnade im Hintergrund. Aber wir sind auf der falschen Seite gewesen, glaube ich, um da ranzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber... Ja, müssen gleich mal gucken. Aber ich meine, ich habe da einen so ein Leuchtfeuer gesehen. Und das versuchen wir jetzt zu erreichen. Die Boli behalten wir. Versuchen mal direkt zum Leuchtfeuer zu kommen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich meine, ich habe die doch gesehen da hinten, ne? Ja, und seht ihr das? Die holen wir uns jetzt. Dann sparen wir erstmal die Boli und zweitens... Oh, das ist einfach cooler, so. Und gleich rasten, so. Gut, aber den Typen haben wir trotzdem nicht besiegt. Was mich wieder ein bisschen ärgert. Aber ich glaube, dass der ist auch nicht besiegbar, glaube ich. Also schon, aber da muss man... Ich weiß nicht, was man da machen muss. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Ist hier irgendwo runter? Ja, guck mal, hier runter. Großer Kreuzgang. Haben wir schon gesehen, dass es einige Gegner gibt hier. Also gerade, wo wir beinahe runtergefallen sind, gab es hier einfach mal so fette Viecher. Oh. Na, guck mal, da liegt sogar noch was. Goldene Rune 10. Ach mein Gott, davon sammeln wir echt viele ein gerade. Sehr gut für uns. So, irgendwie können wir hier irgendwo runterkommen. Da unten kann man runterlassen. Auf jeden Fall ein Absatz. Gehen wir runter. Mal rüberspringen. Bringt uns das was? Wir suchen es mal. Wow. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Wir sind darauf. Man sieht es da unten so auf jeden Fall so ein paar Viecher. Die ich irgendwie ganz unschön finde. Ich weiß auch nicht, wie ich runterkomme jetzt hier. Kann ich mich öfter fallen lassen? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir können irgendwie unsere Hunde oder wie wäre es mal mit. Warum können wir die denn nicht machen? Okay, dann nehmen wir unsere Hunde raus. Warum sind unsere Hunde nicht gekommen? Mal jetzt. Da ist Fäulnis, da gehen wir nicht rein. Hunde kommen. Oh! Was ist hier denn passiert gerade? Was hat der denn? Was hat mich denn da getroffen, ey? Nun gut. Das war uncool. Na gut.
halt. Okay. Wow. Die hauen rein. Okay, die beten irgendwas an. Lass mich hier längs gehen. Ich muss hier rüberkommen, weil ich ihn wirklich platt machen kann. Oh, raus da! Wow. Da drüben die Sache haben, da muss ich einmal warten, bis ich ein bisschen nicht mehr so viel Freude habe. Alter Schwede, das ist auch, das hasse ich, ne? Das sind so, ich wusste, dass sowas noch kommt, weil in Dark Souls gab es auch immer so einen beschissenen Vergiftungssee. Das war klar, dass das hier auch irgendwann auftaucht. Dann lass uns den Typen hier drüben erstmal platt machen. Mal sehen. Er beißt ihn doch tot da, den blöden Typen. Okay. Alter, da hinten liegen zwei Sachen. Die sind bestimmt sau cool, aber sobald ich die nehme, bin ich ja komplett verpestet und werde sterben. Und vielleicht lohnt sich das auch, ne? Wir machen es einfach. So, da kam das Viech her. Ärgerlich. Da sind wir letztes Mal runtergefallen, fällt mir rein, ne? Warum kann ich die anderen Soldaten nicht benutzen? Ist das nur für bestimmte Leute? Also kann ich die nicht benutzen, weil... Mal kurz gucken, ob ich die nicht benutzen kann. Ruf die Geister... Eine alte Puppe aus der ewigen Stadt. Hiermit ruft ihr Geister einer Nachtjung von einer. Diese Schwester gehört zu einem kalbigen Volk, das Fließende. Aber warum kann ich das nicht nutzen? Ach, die kann ich nicht kaufen, weil ich nicht genug, ich habe nicht genug, Mana, okay. Gut. Dann muss ich beim nächsten Mal, wenn ich mich hier, heile, wollte ich gerade sagen. Wenn ich das nächste Mal aufsteige, dann muss ich das mal ändern.
Wir suchen mal die aus. Wir pullen die mal. Mal gucken, ob es klappt. Okay, holen wir den da hinten noch. Damage, aber so, ihr beiden, ihr seid doch cool. Kommt ihr mal mit? Wollen wir nur gucken, was hier ist. Hier geht es einfach nur tief runter, da ist nichts. Ihr kommt mit mir. Ganz da hoch gehen, dass wir hier um die Ecke gucken, ob irgendwas liegt. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Nee, nee, alles gut. Kommt mit hier, die beiden. Da ist eine Kiste. Sieht aber auch aus wie eine Falle, so ein bisschen. Keine Falle. Skorpionsstachel. Gut. Was können wir mit dem machen? Lass uns den mal angucken. Eine Waffe? Da, Skorpionsstachel. Dolch. Okay. Kurz mal angucken, weil ist da irgendwas Besonderes an denen? Ein Dolch, gefährlicher Schwanz eines Riesenskorpions. Ketzer benutzen die dann als Waffe. Talent, Stoßhagel, okay. Na, viel mehr gibt's ja jetzt gar nicht, oder? Da geht's ja nicht weiter. Da ging's auch nicht weiter, oder bin ich jetzt verkehrt? Müssen wir kurz gucken. Was ich übersehen habe, aber ich glaube, hier ging es nicht weiter.
Weder da noch da. Okay, nee, nee, komm, 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 bevor er verschwindet. Komm mit hier raus. Gut, hier ist nichts. Hinten liegt noch irgendwas. Das können wir nochmal mitnehmen. Nicht töten. Verdammte Axt, ey. Okay, wir haben ja alles bekommen, ne? Aber man muss doch hier irgendwie rauskommen. Wie kommt man denn hier raus? So, wir müssen auf jeden Fall unsere Sachen nochmal wiederholen. Das waren ja 10.000 Runen. Aber hier muss es ja auch einen Ausgang geben, weil ich kann ja nicht wieder hoch zu meiner Dingsbums kommen hier. Also zu meinem Leuchtfeuer hier oben. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oder unsere Sachen holen. So, also da oben brauchen wir nicht mehr rein, da ging es ja nicht weiter. Eins, was wir machen können, ist natürlich hier links nochmal zu gehen. Aber zu dem Wasserfall da, ich weiß noch nicht, ob der jetzt... inwieweit der uns da weiterbringt. Kann man da vielleicht doch noch irgendwo runterjumpen oder so? Mal gucken. Was schneller? Ich wollte die Nachricht lesen, ach so. Was macht der denn jetzt da? Ach so, der geht in so einen Geheimgang. Das gab's auch mal bei Dark Souls, ne? Wo man in so einen Sarg einsteigen musste und dann... Stimmt. Als ob mich der Sarg schützt, wenn wir da runterkrachen, oder? Das ist doch Quatsch. Also habe ich mindestens eine Gehirnerschütterung. Mindestens. Nur gut. Okay. Jedenfalls haben wir keine Fäulnis-Sachen mehr hier, wie ich gerade sehe. Das sieht aus wie normales Wasser. Ich glaube, ich brauche irgendwann mal eine neue Rüstung. Hey, meine Rüstung ist einfach nur scheiße. Ist die Frage, wo wir hier sind, ne? Unterirdische Höhle, unterirdischer Palast. Okay, gefeuert sind wir immer noch, aber kann ich hier jetzt... Was sag ich denn? Okay. Aber hier sind wir, vielleicht finden wir hier ein paar von diesen Kristalldingern, die wir brauchen.
Oh, ich dachte, da wäre was. Alter, ich dachte, da greift mich gerade was an. Gibt hier bestimmt ein Leuchtfeuer irgendwo. Ne, da gibt es auf jeden Fall einen Boss. Aber wenn es einen Boss gibt, gibt es auch ein Leuchtfeuer irgendwo. Oder? Hoffe ich zumindest. Weil das wäre blöd, wenn man jetzt den killt. Oder nicht killt. Tatsächlich gibt es hier gar nichts anderes. Nur bekackte Sarg. Das ist nicht euer Ernst, Mann. Okay, hier ist eine Statue. Das heißt, wir können auf jeden Fall immer hier wieder anfangen. Oh, das macht mir irgendwie... Ah ja, Lügner. Freundsuchung. Oh nein, das wird also ein harter Gegner. Vorsicht vor Boss. Freundschaft versuchen. Monster voraus. Krieger suchen. Hätte ich nur dies, Mist. Haben wir nicht irgendwas, womit wir Leute herholen können? Ich guck mal kurz. So, warte mal. Was war denn das? Rufzeichen für Koop, Mehrspielermodus. Sende Koop-Rufzeichen und Herbeirufungsreserven. Objekt für Online-Spieler, kann auch manchmal kommen. Sendet ein Koop-Rufzeichen an mehrere Herbeirufungsreserven in der Nähe, nur an aktive Reserven. Ein Koop-Mehrspieler besteht auch jetzt hierin. Ah, okay. Lass uns das doch mal machen. Hier noch. Erzeugt ein Rufzeichen in der Kugel. Ihr trefft als Gast Krummfinger ein und euer Ziel ist es, den Gebietshüter der Welt zu besiegen. Erzeugt ein Rufzeichen für den Koop. Mensch, ihr trefft als Gast Krummfinger ein. Okay. Schade, ich dachte, es kommt denn jemand und hilft mir hier. Hier ist eine falsche Wand. Hier ist eine falsche Wand. Ich dachte, da kommt jetzt jemand. Es kommt keiner. Also einfach reingehen. Man weiß auch nicht, was man erwartet. Sollen wir mal reingehen und gucken, wie der aussieht? Können wir noch Hunde rufen hier vielleicht? Das tut's auch mal. Ey, was geht denn bei dem ab? Okay. Alter! Okay.
Das ist natürlich echt mal hart. Harter Typ. Ausgeburt des Abgrunds. Also dann könnte ich gut mit einem Freund machen. So, ein kleiner Schnitt, jetzt sind wir hier. Und das hat einen einfachen Grund, weil ich merke aber, der ist einfach zu stark für mich, das Flatterviech da. Und deswegen werde ich jetzt nochmal hier ein bisschen farmen, um ein, zwei Level höher zu kommen. Und ich zeige euch den Spot mal hier, wo ich glaube ich ganz gut farmen kann. Und dann kann man ja immer noch sehen, ob man... Also gehen wir nachher nochmal dahin. So, also für mich ist das ein ganz guter Spot. Da gibt es zwar nicht super viele Punkte, aber ich glaube, wenn ich zweimal laufe, dann habe ich, glaube ich, alles so zusammen, was ich brauche. Und ich kann mich ja immer wieder zurück teleportieren. Also hier mache ich mein... Das hier. Denn, wie man sieht, sterben die und durch die Blitze bringen sie auch die anderen um. Nicht alle, aber ein paar. So. So, die alle weg. Und dann können wir da hochgehen. Guck mal, jetzt haben wir schon fast 5000 Punkte. Das ist jetzt gar nicht so viel. Aber wenn ich bis nach oben renne, dann habe ich relativ viele. Und ich zeige euch das auch nur, um euch zu sagen, ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ich die ganze Zeit am Farmen bin. Das wäre mir schon langweilig. Aber ich zeige euch jetzt, wie ich jetzt farme. Ich mache es jetzt ein paar Mal und zeige euch die erste Runde, zeige ich euch. Die zweite nicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen schneller laufen. Denn diese Kugel, die kann uns ganz leicht platt machen. Aber die kann es nicht platt machen, wenn wir hier drin sind. So. Warte mal kurz, bis die Kugel kommt. Ich darf bloß nicht zu weit reinlaufen, dann gehen die Türen zu, dann kommt die Kugel hier drin auch noch. Die gibt nicht so viele Punkte, aber diese schwarzen Mimik-Dinger da, die sich da so verwandeln können, die geben schon Punkte. Jetzt gehen wir hier hoch. So, und hier können wir richtig viele Punkte machen. Und zwar mit meinem Eisschaden mache ich hier relativ schnell Punkte. Und die fallen alle runter, das ist auch gut so. Und noch einmal. Dann sind schon die meisten weg. Man sieht, es fallen gleich noch welche runter. So, und wenn die blitzen, können sie die anderen, glaube ich, ein bisschen platt machen. Muss ich aufpassen, weil gleich fällt die Kugel da oben auch noch runter. Nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir laufen. Dann sind wir gleich platt, wenn die Kugel uns trifft. Dann kurz hier raus. Ist nicht so schnell die Kugel? Dann locken wir sie an. Zack. Dann hat sie schon Lust zu kommen zu uns. Und sie zerstört auch gleich die anderen. Das ist natürlich für uns ein Segen. Schon warten, weil diese Kugel, selbst wenn sie so ganz langsam rollt, wenn sie euch trifft, seid ihr sofort platt. So. Jetzt haben wir noch ein paar von diesen Mimik-Leuten da. Ich muss mich noch kurz heilen hier. So, wie man sieht, ist da noch einer. Ja, welche? Die holen wir auch noch schnell. Können wir Dinge noch einsammeln hier? So. Das war's schon. Jetzt haben wir 17.000 Punkte gemacht.
Und das Gleiche mache ich jetzt nochmal. Also, nur für euch, aber wir sehen uns dann nachher wieder in der nächsten Folge, denn ab hier mache ich jetzt Schluss für euch. Das ist das Einzige, was ich mache. Das mache ich 2, 3 Runden, 4, 5 Runden vielleicht. Und dann bin ich jetzt mal durch damit. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.